Check. That put the wind back in my sails. On my way. Kleidung nehmt ihr mit? Ein bisschen Kleidung? Da ist auch. Ja, so ein Helm, ja. Danke, Jackie. Ja, da kann man den hier ins tragen. Gut. Müssen einfach zwischendurch mal zum Heilen und Verkaufen oder so. Aber wirklich, ich habe auch das Gefühl, dass wir langsam mal zurück müssen. Ja, das Kala kommt langsam an ihr Limit. Diese Truhen, ne? Ich habe hier was für unsere. Warte mal, ich kann dir noch göttliche Führung geben. Ja, gern. Das nehme ich offensichtlich mit, das Buch. Ja. Inspiration, wofür? Weil ich ein Buch gelesen habe. Was stand da drin in dem Buch? Bildung der Gläubigen. Ein Auszug einer langen Rede vom Oberen Tahrir, die sich in Menzoberranzan hielt und die von einem Sendarien-Spion niedergeschrieben wurde. Gepriesen sei Lols, Mutala Drow, ihr Netz bindet uns Körper und Seele und erstickt die Unwürdigen, ehe sie einen Atemzug tun können. Wer vor mir steht, hat seinen Wert bewiesen. Ihr werdet alle, die neu zu Lols Gesetzen konvertiert sind, Schulen unterrichten mit allen nötigen Mitteln. Viele von ihnen fürchten die Göttin, wie es sich geziemt. Doch ihr Glaube ist noch nicht echt. Ihr Verstand ist simpel und muss entsprechend behandelt werden. Sie müssen die Befehle jeder Priesterin wie ein heiliges Dekret verfolgen. Sie dürfen ihre Augen niemals bedecken und Lols Geschenk beleidigen. Sie müssen das Haus ehren, das sie aus ihrer jämmerlichen, verräterischen Herkunft errettet hat. Sie müssen unsere Geheimnisse bei Todesstrafe hüten. Sorgt dafür, dass ihr Tod öffentlich erfolgt, sollte es je dazu kommen. Lols lächelt auf jene herab, die sich in der Folter als einfallsreich erweisen. Hm. Das ist nicht ein Buch für dich? Ist Lols? Ist die nicht diese Spinnengöttin? Ja. Ja, ist die gute. Die, Chucky auf jeden Fall. Ja. Die Chucky mag? Ja, Chucky mag die ganz tolle. Mhm. Ich hab eine Notiz gefunden, zerknüllte. Lies. Dunkle Mutter, die du das Netz der Vorsehung webst, gib uns deinen Segen, deine Feinde zu töten. Mögen sie durch die Fäden des Schicksals erdrosselt und in deinem Bildnis rot gefärbt werden. Lolz sei gepriesen. Hm. Spuckt aus. Lolz. Wenn sie kommt, das RP raus. Die Drow-Rüstung, musst du gucken, es gibt welche, die haben noch Magie und andere, die haben keine Magie mehr. Ich hätte Heimlichkeit plus 1, aber keine Magie. Hm. Weil das war ganz lustig, in den alten Teilen war das so, dass die Drow-Rüstung, wenn die mit Sonnenlicht in Kontakt kamen, sind die zerfallen. Oh, okay. Hier kann man bestimmt mit Federfall runterspringen, ne? Wo? Hier? Da, wo wir stehen bei den Spinnen. Ja, bei der Truhe. Und da willst du auf die andere Seite springen, oder was? Könnte man, da sind tote Tiefengnome. Hingerichtete. Können auch den normalen Weg gehen. Wie du möchtest. Kommt man lieber bis darüber? Ja komm, man, 11 Schadenspunkte kriegt man. Ja, nicht, wenn man so springt. Hast, ne? Aber hat denn jemand von uns noch Federfall? Ah, ich habe bestimmt noch Rolle mit Federfall. Ich könnte Tränke des Federfalls herstellen zur Not. Ich hätte noch eine Schriftrolle. Vielleicht heben wir uns das noch auf. Ich auch noch. Ja, ich glaube auch. Dann gucken wir mal, wohin es hier geht. Ich muss aufpassen, wenn ich mein Flammenschwert beschwöre, dann lege ich mein Schild automatisch ab. Das ist nicht so cool. Hm. Ihr habt gar nicht die Rüstung hier mit rausgenommen aus dem anderen Teil. Für Karloch. Da ist keine Rüstung. Was? Da war gerade noch die Blutlutscher-Rüstung. Die hat die Rüstung doch an. Du hast doch nur Schaufel, Eimer und Knochen mitgenommen. Karloch hat die Rüstung doch an. Hä? vorsichtig, da unten sind diese Teile, die Fackelstelle sind explodieren. Wir könnten die von hier oben aus angreifen, damit die weg sind. Ja, das klingt doch keine so schlecht. Ich mach Bane. Womit mach ich Bane? Ach, mit meiner Armbrust. Die kann Bane machen. Mhm. Ah.
Da liegt ein toter Drow. Ich habe einen Wimmelpilz. Kein Wimmelbild, sondern einen Wimmelpilz. Oh Gott, was? Natur. Ja, der Landheim. Obviously. Aber interessant, dass nur einer das durfte. Nur einer durfte würfeln. Ich habe auch gewürfelt. War gerade der Druide. Okay, der ist hier irgendwo runtergestürzt. Oh, kann mal hier der Druide herkommen? Mhm. Und das klingt für mich was vielleicht ein Druide... Kennst du deine Pilze nicht, oder was? Okay, ich hätte gedacht, dass das von einem... Weil so ein Kreis... Kennt ihr schon was? Ja. Ich kann aber nichts damit machen. Hm. Oh Gott, der ist aber groß. Fisch? Ja. Frischer Fisch? Was denn? Ich hab gesagt, think I found something. Ja, ich weiß noch nicht was. Du hast einen Wurf auf Nachforschungen auf jeden Fall. Ja, ich weiß noch nicht, was sie gefunden hat. Hm. Aber gut, dass sie was gefunden hat. Vielleicht im Drow? Ne. Da schon wieder, Erfolg. Weiß ich, zeigt mir nicht an was. Da irgendwas hier oben drüber. Wo ja. Ich mit der Kamera noch nicht hinkomme. Ich kann auch nicht höher springen. Zu hoch. Komm ich nicht hin. Sehr gut. Wir sind blind. Ich würde euch ja sagen, was da ist. Oh mein Gott. Okay. Vielleicht solltet ihr das nicht... Okay. Ach, die Mushrooms sind Illusions. Mushrooms sind Illusionen, ja. Und das ist das, was wir würfeln, sozusagen. Das wäre mir aufgefallen, ja. Wahrscheinlich. Okay. Ja. Gut. Ah, ja. Versucht mal nicht zu sterben. Versucht mal nicht zu sterben. Ich lass dich mal vorhüpfen. Mhm. Da ist ein silvanischer Stein, den kannst du einstecken. Da ist ein Pilzring. Nicht erreichbar. Wahrscheinlich erst hoch. Da ist ein Pilzring. Oh ja. Komm mal durch. Kann nicht hochkommen. Oh Gott. Oh, da hinten ist eine illusionäre Wand. Hm. Du kannst eigentlich nicht hoch, warte mal. Was ich ist das Problem? Ich hab nicht nur Stärke, um da hochzuspringen. Ich kann nicht so hochspringen. Ja. Oh. Oh Gott. Kalach ist neugierig. Oh. Jetzt kannst du vielleicht teleportieren. Ja. Ja. Das ist ein Ach, Teleporter, jetzt kannst du da auch hoch. Teleporter für da oben? Okay, ja. Krass. Okay. Jetzt kannst du da auch hoch. Okay, ging's. Okay. Ja. Und gut. Hier ist eine Illusion. Hier, das hier ist. Dieser Stein ist eine Illusion. Ja. Oh. Noch ein Pilzring? Noch ein Pilzring. Und noch mehr silvanische Steine. Ja. Tati-Tati, wa? Gucken, wo wir landen. Okay. Ah, ist das eine gute Idee? Sümpfe? Wer? Ah, wir sind ganz unten im Süden. Oh, da, ja, guck mal auf die Karte. Ja. Oh! Hier hatten wir auch noch was zu tun, ne? Interessant. Ja. Sollen wir erst Sollen wir die Gelegenheit hier einmal verkaufen, wenn wir jetzt schon unten sind? Ja, können wir machen. Aber ja. Das Problem ist, wir können uns nicht wieder hierhin teleportieren, so ohne weiteres. Außer wenn wir, aber wenn wir hier hinlaufen können, dann können wir ja wieder runter. Das stimmt. Also wir könnten zum Smaragdhain beamen, können da verkaufen. Wir können auch erstmal nach der arkanen Barriere da schauen. Ja, die bin ich, da die bin was? Ich. Da bin ich das dabei. Das ist eine arkane Barriere. Ach so, ja, klar. Mhm. Wow. Finger weg. okay.
auf dem Sarg drin. Ja. Okay. Vielleicht ist das Quest-related, vielleicht müssen wir da später hin. Maybe. Was ist denn hier oben? Wir haben hier noch Rufe Tantchen Edel zur Hilfe. Genau, das ist diese Händlerin, die definitiv keine normale Frau ist. Die definitiv keine Hexe ist, meinst du? Ja, das auch nicht. Ja, dann lass uns doch erst einmal zum Heim. Sieht ja auch so aus, als kämen hier gar nicht anders hin. Und vielleicht von oben hier hinlaufen. Vielleicht ja, das mehr ja, warte mal, Dialoge. Warte mal. Es sieht nicht. Chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Ich hab gedacht, wir sehen Drow. Gott. Ja. Ich weiß nicht, ich bin im Wasser. Ich weiß nicht, warum da jetzt irgendwas ist. So, du hast entdeckt. Ja, das kann das kommt komisch. Offensichtlich habe ich was entdeckt. Hi, da seid ihr wieder. You blink and the wilderness changes. A swamp, stinking and insidious, assaults your senses. Oh. Das hier ist verzaubert. Das war eine Illusion, was wir gesehen haben. Oh. Krass. Okay. Ja, gut. Ja, die Frau wird definitiv keine böse Hexe sein. Nee, ich glaube auch, das ist dies gut. Dann bin ich echt dafür, dass wir einmal verkaufen gehen und dann von oben hier reinlaufen und gucken, ja, das sieht nicht so aus, was der normale Weg wäre. Doch, von oben, du kannst, Wir haben ja da noch ein ganzes Stück. Da ist eine Leiter. Und dann ist das eine verschlossene Tür. Ist das vielleicht, wenn man vom zerstörten Dorf aus südlich geht? Da war ja auch noch ein Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Ja, aber die Tür da oben ist verschlossen. Dann machen wir sie auch von hier aus. Ja, aber vielleicht gibt es von der anderen Seite aus noch einen Weg. Ich glaube, da ist die Ethel irgendwo. Ach so, die Tür ist verschlossen, das meinst du? So meinst du verschlossen? Ja, mit verschlossen meinst verschlossen, ja. Ja, aber dann kann es wirklich sein, dass wir andersrum dann reinkommen. Ja, wir können uns auch können mal anklopfen, reinschleichen, wenn wir hier sind, aber... Oh Gott. Also ich glaube, dass Edel hier ist und dass wir dann hier erst eine Quest machen müssen, wenn wir hier vorbei wollen. Ja, hier ist die Tantchen Edel. Und da ist noch wer drinnen, der redet noch mit. Mayrina. Aha. Aha. Breathe quiet. Move with care. Kann man hier drüber? Ja, gut, mischen wir uns da ein, oder? Ich weiß nicht, wir können uns nicht einmischen, die Tür ist zu. Aber wir können die aufschlagen. Ja. Kann sie auch knacken, aber. Also, ich kann auch mit der Tür ins Haus fallen. Also, die Frage, wie schlau das ist. Also ich meine, wir hatten noch keine Entscheidung, die wir jemals getan haben, war nach dem Kriterium schlau entschieden. Das stimmt. Ich möchte mal ganz kurz festhalten. Ich glaube deswegen auf die Tür. Okay. Mach auf. Warte. Das ist Schwierigkeitsgrad 2, passt nicht eben. Das ist eine Holztür. Vielleicht nicht mal ein Schloss. Okay, ist offen. Schönen Tag. On my way. Ich meine, wir sollten ja mit ihr reden. Wir sollten ja runter zu ihr gehen und mit ihr reden, hat sie immer erzählt. Ah, hier, guck mal. Das sind die wir sollten einen Hausbesuch machen, ne? Oh, der startet nicht automatisch. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get. Ah, if it isn't my favorite flower, welcome to Auntie Ethel's. What? Come in, kennen wir uns? Ja, komm, Lager. Ach ja. And have a cuppa. Ich hab gesagt, wir sollen einen Hausbesuch machen, dann kann sie uns mit der Larve helfen. Eat up, Mayrina. I won't say it again. Ist Mayrina ja, Gretel? Es wirkt so, aber sie ist ja schwanger scheinbar. Ja. Ihr habt interessantes Heim. Beautiful, isn't it? It's my little refuge for the lost and hopeless. People in dire need travel from all over Faerun to see little old me. And I do my
damnedest to help them. And you, Petal, well, you need a lot of help. That wriggler swimming in your brain juice is a bit of an inconvenience, isn't it? Ja, ich habe keine so große Todessehnsucht. Nachdem wir jetzt gelernt haben, dass der nicht entfernt werden darf, ja. Eigentlich bist du jetzt mal dran. Wollen wir ganz kurz festhalten. Womit? Am Doktor. Ja, ja, aber ich weiß ja jetzt von der Besucherin, dass ich dann sterbe. Wegen der Verzauberung. Ja, aber guck mal, bei Lars hat es einen Unsichtbarkeitsentdecken Auge gebracht. Das stimmt. Und bei mir einen Kampf. Ja gut, also, ihr könnt mir ihn lernen. Aber schon wieder ist es los. Quicker than you can say yes, Auntie. What do you say? Want me to take care of the little bugger? Das machst du nicht wirklich, oder? Oh Gott. Stimmt, wir haben auch noch den Teufel, der war auch noch. Ja. Ich lasse es drauf ankommen. Ah, good luck with that. But don't you fret, Petal. I'm sure you'll make a very Ach so. Pretty mind flayer. Ich lasse es drauf ankommen, das war das. Hm. Okay. Also ist sie uns nicht feindlich, okay. Oh, das klingt aber nicht gut. Oh. Marina hat sich in Luft aufgelöst. Ich wollte gerade mit ihr reden. Oh. Das hat Puff gemacht. Is a bit of an inconvenience, isn't it? Keep your own little nose in your own little dish, Petal. I don't Nein. like busybodies. Du siehst aus Sam, das Ding aus mit deiner Trauerstocken. Oh, wir können mit dir handeln. Ja. Ich meine, ich schenke erstmal ein bisschen was zu meinem Staff, bevor wir sie umbringen. Warum schenkst du ihr Sachen? Schenk ihr nicht. Okay. Gebe ihr. Dass du mal gleich umbringen willst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sollten Marina helfen, ne? Was? Warum? Meinst du? Ist sie wohl freiwillig hier? Bestimmt. Ah. Wenn sie plötzlich weggezaubert wird. Vor allem wird sie Force Head. Fireplace isn't real. Ah. It's hidden behind it. Was? Die Feuerstelle ist nicht echt. Kann man die ausmachen? Man kann durchgehen. Ja, ich würde aber ungern durch Feuer gehen. Ich auch. Ja. Go. Ist bestimmt gut, wenn wir da jetzt durchgehen. Hört sie nicht, ne? Ah, nein. What the fuck? Okay. Ja, Glückwunsch. Schwester der Sehnenperle. Alles klar. Ich geh mal wieder hoch, ne? Sie hat mich noch nicht gesehen. Ich bin noch nicht im Kampf. Sehr gut. Aha. Geh mal hoch. Soll ich mal. Oh Gott. Was vorübergehend mache ich denn? Feindlich gesinnt. Nur vorübergehend. Ja. Ich versuch mal, ob ich ihr Bane geben kann, ne? Wollen wir sie Bane einfach nur ausnocken und dann befragen, statt sie zu töten? Dann wird sie nämlich nicht schon angefahren machen. Ich weiß nicht, die hat sich gerade in so ein Monster verwandelt. Was ist eine Vettel? Die kommen in der Regel nicht alleine vor. Hm. Ey, da kommt jemand rein. Ich. Oh, hello. Oh, eine Rotkappe. Cool. Rotkäppchen. Was? Was ist das? Das ist ein, Goblins. Ja. Oder Kobolde. Okay. Ein Kobold, ja. Ja. Okay. Ich greif mal ein. Oh, ich kann sie kritten. Bitte. Die hat 112 Lebenspunkte und ist zauberfähig. Nee, es ist eine Rotkappe, das ist ein Volk. Ja, ja. Kobold, okay. Kobold. Genau, das sind Kobolde, das sind die Feen. Halt. Genau, ja. Und die haben eine rote Kappe, das ist so eine Gruppe von denen. Okay. Ich mach mal was. Ja, ja. Mach mal was. Oh Gott. Aber da kommen ein paar mehr, wie ich sehe. Ja. Wir wollten nur verkaufen, ne? Alter, was war das denn? Das sieht so krass aus. Sie kann halt nicht mehr, sie ist halt blind, sie kann jetzt vielleicht nicht mehr uns. Ich mach auch mal was. Aber wir sehen sie auch nicht mehr richtig, ne? Doch. Oh, nice. Sehr schön. Oh, die sind alle Stufe 4. Ja, deswegen. Von denen zwei? Mindestens bisher. Mindestens, da kann auch keiner kommen. Okay. Achso, ich kann auch schon meinen Zug machen. Warte, gerne.
Haben wir alle genug Energie? Für was? Du bist angeschlagen, ne? Und Karlach. Vorsichtig, ihr solltet aber nicht drinnen stehen bleiben. Zu spät. Wenn du kannst, geh ich wieder raus. Und, ja, weil am Anfang des Zuges kriegst du Schaden, wenn du drin bist. Ja, okay. Interessant. Wie viel Bewegung hab ich dann noch? Ich hab gewusst, dass mit der Frau was nicht stimmt. Und der Kamin führt zu einem geheimen Keller oder was? Okay. Sehr schön. Stehe ich jetzt drin oder nicht? Ja. Nein, okay. Stehst du nicht? Du stehst nicht drin. Steht nicht drin. Passt. Und er weiß nicht, wo er hin muss, weil er blind ist, ne? Und das ist ein schweres Gelände, das heißt, er ist verlangsamt in dem Gebiet. Oh, halbierte Bewegung, ja, nice. Ja. Das, wenn er spurtet, kommt er gerade mal so. Ja, keine Chance. Ja. Ja? Ja, er überlegt, was er tun soll. Das finde ich gut, dass sie auch manchmal eine Sekunde brauchen. Macht's realistisch. Ja. Oh ja, stellt euch alle schön zusammen. Ja. Dann kann ich. Illusionen sprechen? Was? Okay. Oh, die jetzt steht markiert. Steht hinter mir. Auch mit euren neuen Freunden, lebt wohl. Die rennt jetzt runter, ne? Ja. Dagegen. Oh, der Kamin ist wieder an. Du stehst voll drin. Hm. Soll ich ihr hinterher rennen? Wenn... Ist sie noch da? Also ist sie noch da? Sie ist runtergegangen. Da können wir doch wieder nach hingehen. Wir gingen zusammen gleich runter. Ja, ist halt die Frage, ob sie, ob das jetzt ein Nachteil ist, wenn sie jetzt schon abhaut. Ach, lass sie sich heilen. Wir haben ihr so viel zugefügt schon. Hm. Ich mach mal den Kram da aus, ne? Mach das. Ja. Entkramen sie mal. Warte mal. Warte. Mal gucken, was hier. Wieso habe ich keine Bewegungspunkte? Hä? Ach, wo du im Weg stehst. Oh, tut mir leid. Aber ich konnte an dir vorbeiklettern, das ist das Spannende. Ich wollte nämlich meine neue Fähigkeit endlich mal austesten, aber ich habe leider nur eine begrenzte Reichweite. Mit diesem lustigen Effekt hier. Das kann ich leider nicht. Dann machen wir das. Gleich aus dem Weg gehen, aber. Ja, aber dann sind wir tot. Ach so, so. Sag ich so. Mhm. Sagst du so. Ja, wir können plündern. Achso. Denn es ist warum ja kein. Leuchten die so? Weil wir mit denen reden können, garantiert. Eine Siruptorte? Alter. Ah, kannst du den Nebelmacher ziehen? Oh, sorry. Hupsi! Herren der Nacht und Freunde? Mir zu lang. Lies vor. Ja. Text. Trank der mächtigen Heilung. Das sagen wir nicht nein, ne? Hast du die Truhe schon geplündert? Welche? Haushaltsgebet? Hat die für ein Haushaltsgebet? Latanda erleuchte, Selune geleite, Kellem vor richte und weiß in die Weite. Okay. Cool. Was denn? Was sind roter, gegrillte roter Rippchen? Und bestimmt was Leckeres. Achso, das sind glaube ich hier diese so küffelartige Viecher. Hier ist ein Brief von M. Ich hab glaube ich Brief,
Die Gestalt Rotter. Okay. Der Brief beginnt mit einer eleganten kursiven Schrift und endet in einem hastigen Gekritzel. Ethel, in Baldurs Tor sind Mächte am Werk. Die quäkenden Schufte versuchen, mich von meinem eigenen Gebiet zu vertreiben. Ich habe mindestens 4 ihrer Leute getötet. Keiner hat geredet. Jedenfalls noch nicht. Ihr werdet kaum mehr zu hören kriegen als das Geblöke deiner bescheuerten Schafe. Aber wenn du auch nur das leiseste Flüstern hörst, sag Bescheid. Umgehend. M. Ich finde auf jeden Fall viel Essen hier. Die Kröte, die Kanne sieht auch schick aus. Aha. Die Krötenkanne, ja, nimm mit. Mhm. Nimm mit! Ja, so ein bisschen Sumpfgras, keine Ahnung, was das bringt. Ja, nimm mit. Unglaublich lebensecht bis zur letzten Warze ist die Beschreibung. Warte mal, soll ich mal mit den Kobolden versuchen zu reden? Kannst du dir was zu sagen? Versuchen, ja. Naja, die leuchten. Okay. Oh, kann ich nicht, ich hab die getötet. Aha. Ah. Dann sollte man anders vielleicht das versuchen. Die sehen aus wie eingefroren, leuchten die deshalb? Nee. Probier doch mal Rockheil, du hast jetzt ein Oder Amulett, das sieht eisig aus. Kann auch sein, dass die einfach nur eingefroren sind. Wer von uns hat denn Kisten einen Eiszauber verwendet? Ich hab einen Eiszauber, glaube ich, verwendet. Ah. Ja. Okay. Ja gut, hinter der Hexe hinterher, oder? Ja. Dann kannst du mir den wiedergeben, wenn du magst. Oh, wo seid ihr jetzt? Achso, da hinten, dankeschön. Warum haben wir jetzt 25 Erfahrungen bekommen? Weil... Ja. Neuen Weg entdeckt. Ja, dann jagen wir mal eine Hexe, ne? Mhm. Was soll schon schief gehen? Gut, dass wir verkaufen wollten. Ja. Ja. Jetzt sind wir hier. Und eigentlich das Unterreich erkunden wollten. Das Unterreich läuft ja nicht weg. Ich hab gesagt, da geht eine Quest los, wenn wir da durchgehen. Das läuft ja nicht weg. Dori. Oh, da ist Macron. Ah, da ist Sweetness. This is my personal playhouse. And you don't have an invite. Get out! Wo ist Marina? Has that wriggler eaten your brain already? Leave. Or you'll end up in tonight's stew. You'll go nicely with Marina. She's already marinated. Ach, das Gretel. Sie ist weg. Ist schon wieder weg? Ja. Was ist das? As you edge closer to the mirror, a pale face appears, contorted in fear. Fists slam against the mirror's surface again and again. Das ist normal, das sehe ich auch, wenn ich in den Spiegel gucke. Mhm. Davor liegt ein Schädel. My sweet Callum, whose beloved asked that his beauty never fade. Oh, deswegen ist er auf ewig in den Spiegel gesperrt. Ah, das ist so wie ein Genie, ne? Wenn du dir das wünschst, dann verdreht sie das. Okay. Marcon sieht auch schick aus. Warte, ich wollte mal gucken, ob... Ne, auch mit Magierfähigkeiten sieht man nichts. Oh, guck mal, da ist man geköpft. Ja. Die kann man plündern. Und man kann mit ihr reden. She wished for the mind of a genius, but that silly head crushed me. Okay. Habt ihr sie geplündert? Nee. Hier oben ist eine Leiche, eine blinde Elfe und ein Familienporträt. Hat nix. Und deswegen hat sie ihn versteinert. Ja. Ich habe ein Basiliskenöl eben unten gefunden. Damit könnte ich jemanden entsteinern. Ja, mach. Aber wenn wir sie töten, hört das dann vielleicht von alleine auf?
Keine Ahnung. Das ist nicht. Wir können das ja mal als Option. Die leuchtet aber grün. Die blinde Elfe. Ja. Oh, das ist ein Auge. Ii. Ja. Mhm. Ii. Aber wieso kann ich das jetzt nicht? Was denn? Ich kann die mit Toten sprechen, kann ich nicht machen. Weil ich es schon gewirkt habe auf das Ding eben. Ist für den Tag vorbei. Ja. Geht okay. Erstmal Harast wieder. Ja, macht nichts, dann nehmen wir einfach, wir haben doch gar. Dann nehme ich mal eine Schriftrolle, ne? Oder das. Ja. Oder wollen wir nicht mit der reden, weil sie leuchtet? Versuch. Ja, doch. Mach. Das ist so eine coole Rüstung, ne? The corpse regards you lifelessly. He's not even. Hey! My family took her. My baby girl. Pretending she never existed. Told Ethel never wanted to see them again. She took my eyes. Da kenne ich noch jemanden, der das sehr gut kann. Doesn't matter. Nothing matters without baby girl. Okay. They didn't like me having something. Wow. Gute Familie. Alter. Thank you.